Ja, hallöchen, ihr lieben Leute von heute und ein herzliches Willkommen zur nächsten Folge von Elden Ring. Ring-a-ding-ding-dong. So, ich habe da wieder ein bisschen Runen gefarmt, aber nur ein bisschen, ja. Den Rest werde ich da auf jeden Fall einmal im Inventar mir dazu hinzufügen zu von meinen Runen. Zum Beispiel, ich habe goldene Rune 12, da werde ich mir mal zwei Stück nehmen. Wie viel bringt denn die her? 15.000. Okay, das ist zu wenig. Ja, Leute, ich brauche 87.000 Runen, Leute. 9er Rune, eine Heldenrune, goldene Rune 12. Dann nehme ich mir noch eine goldene Rune 12. Ist ja wurscht, Leute. Und somit brauche ich noch einige. Okay, 80.000 Stufe 115. Ich schaue mal. Leute, so, 99, Auswahl nutzen, ich werde mir auf jeden Fall einmal 50 Stück nehmen, Leute. Leute, 10.000, na bitte. Gut, dann, jawohl, ich habe genügend gehabt. Stufenaufstieg, Leute, und zwar, worauf gehe ich jetzt? Geschickt war ich, geschickt möchte ich einmal auf 30 raufbringen, Leute. Stufe 116. Passt! So, und jetzt, ihr Lieben, was werde ich jetzt machen? Ich werde mich dahin begeben, Höhle des Weisen. Und da ist die nächste Dungeon, Leute, die ich jetzt angehe. So, das werde ich auf jeden Fall jetzt tun. So, Höhle des Weisen. Ihr Lieben, somit, Leute, ich bin gespannt. Kristallhöhlenmoos. Okay, oh. Ja, das ist mit die 100 Wände. Oh mein Gott, Leute. Ich glaube, ich weiß, welche Höhle das ist. Also ich ahne es, ich sag's ja nicht einmal mehr, weil ich es nicht genau weiß mehr. Da ist das diese extreme Höhle. Ich glaube, das ist die wirklich, ja, das ist die starke Höhle. Das ist sie wirklich. Wow, da steht ihr gleich wieder auf. Also ich muss ehrlich sagen, diese Höhle ist nicht ohne und der Bossgegner da drin, der hat es richtig in sich. Da ist auch noch was. So ihr Lieben, Höhle des Weisen. Also ich weiß, dass in diesem Schatztruhen nicht wirklich viel Gutes drin ist. Ja gut, eine verlorene Kriegsasche, warum nicht? Ist aber eh nicht schlecht. Verjüngende Boli. Da hinten, ja. Goldene Rune 5, goldene Rune 5. Da haben wir einiges an silberne Glühwürmchen. Da geht es dann auch noch rein. Was ist da oben irgendwo? Mal schauen hier. So. Wow, wow, wow. Komm her, da du Sack. Passt, Leute. Was ist, also, wer schießt denn da? Ah, der steht gleich wieder auf. Leute, nö. Bleib liegen, du Sack. Ja, genau. Der ist einmal hinüber. Ja, die ist nicht ohne diese Dungeon. Aufgepasst hier. Immer noch einmal, ja, schlage ich gegen die Wand, das wird nie was bringen. Ha! Leute, da haben wir noch einen komischen. So. Öffnen! Steinschwertschlüssel brauche ich immer wieder, Leute, das ist wichtig.
dein Schwertschlüssel. So, was haben wir da? Ja, also was ich jetzt noch weiß, ist da nicht wirklich viel Gutes drin, sagen wir so. Goldener Großpfeil zum Beispiel, den brauche ich nicht, weil da brauche ich einen Großbogen. Mit dem kann ich nicht umgehen, Leute. Raptorkrallen, auch nicht so meins. Aber ich nehme es trotzdem gern mit und fertig. Drachenwundenfett, das ist zum Beispiel schon was Besseres. So, was haben wir da? Da geht's nach... drüben. Okay. Okay. Das kenne ich jetzt da gar nicht. Schwarze Raubvogelfedern. Und Skelettmaske. Bossgegner, Leute. Schaut einmal. Ist das schon da ein Bossgegner? Ja, genau. Das ist ein Bossgegner. Da war ich doch schon. Einmal auf meinem Xbox-Account. Weil da drüben gibt es auch eine Wand. Schaut einmal. Welche soll ich machen, Leute? Ich sehe, glaube ich, die gleiche. So, da, ihr Lieben. Ich werde jetzt auf jeden Fall den Bossgegner machen. Leute! Aua! Assassine der schwarzen Klinge, Leute. Sag einmal. Der ist so unglaublich. Leute. Ja, weil er dann unsichtbar ist. Ja, du bist aber gleich hinüber, du Feigling. Schauen wir mal, wer da und unsichtbar ist, Leute. Aua, aufpassen! Wo ist er? Wo ist er? Fertig. Gegner! Verhüllender Schleier, Gegner zur Fall gebracht. Passt. Ja, finde ich cool. Also, meine Träne hat den Rest gegeben. Und deshalb liebe ich sie so sehr, Leute. Ja, der war so richtig doof zu machen, weil er sich da unsichtbar gemacht hat. Er war ja da so unsichtbar. Und hin und wieder mal nur aufgetaucht ist hier. Der nächste Bossgegner mal besiegt. Aber ich bin dann noch nicht fertig. Was ich weiß. Ja, 9000 Runen brachte mir der Gegner. So, schauen wir mal. Gehen wir mal da wieder rauf. Aber auf der anderen Seite, glaube ich, ist da jetzt auch noch ein Bossgegner. Kann das sein? Oder nicht? Ja, natürlich. Leute, wie viele noch? Wahnsinn!
gehen wir mal da rein, Leute. So, wer ist das? Nekromant Garrus. Aber aufpassen. Aufgepasst, Leute. Fertig. Gegner zur Fall gebracht. Köpfe der Familie erhalten. Sehr gut. Doppelbossgegner. Wahnsinn. Wieder zwei Bossgegner in einer Folge gelegt. Das finde ich ja richtig cool. Dann war das doch nicht diese Höhle. Aber es muss noch auf jeden Fall was geben. Und zwar, wenn ich zurück jetzt gehe zum Anfang, ne? Zum Eingang zurückkehren, Leute. Dann müsste es da, glaube ich, noch was geben. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Weil, ich setze mich jetzt noch einmal dahin. Weil irgendwie war ja da. Kann man da durch? Nö, da kann man nicht. Weil da unten, ich kann mich erinnern, dass da unten was war. Weil da bin ich rein. Aber ich gehe mal dahin, weil da kann ich, glaube ich, noch irgendwo was aufmachen. Oder? Aber da nicht, ne? Nö. So da, Leute! Mal da durch einmal. Da waren wir schon, ich weiß, Leute. Aber ich schaue mich da noch einmal um. Ja, lass mich in Ruhe. Weg mit dir. Boah. Zwei Heiltränke auf einmal. Genau, und da war ich. So, okay, dann doch nicht. Leute, okay. Dann gehe ich wieder zurück. Dann war das, habe ich mich da geirrt. So, tschüss. Ich gehe da weg. So, gibt's da noch irgendwas? Da, ne? Genau, da wollte ich eigentlich hin. Ja, genau. Wow! Der Wahnsinn, genau. Da war das, wo ich hin wollte, Leute. Super! Aber da ist, glaube ich, nicht viel drin, Leute. Kann ich jetzt gar nicht sagen. Silbernes Federtierfuß, zweimal gleich. Schwarze Bakutze, Kapuze. Kerzenbaum, Holzschild. Heranwachsender Schmetterling. Nö, gar nichts mehr. Gut.
Dann können wir ja getrost zurückgehen und ich probiere mal was. Da kann ich mal rauf. Genau, von da bin ich gekommen, Leute. Das ist ja voll cool. So. So, wie schaut es eigentlich aus? Genau. Da komme ich nicht hin, Leute. Nö. Dann ist es wohl doch nicht der Dungeon. Schauen wir mal, wo der... Okay, da kommt man anscheinend nicht rüber. Weil der sprang in den Tod. Es ist so, Leute. So, dann würde ich einmal sagen, passt. Gut. Mal hin, hier zurück und dann geht's weiter auf der Leiter. Da sind wir durch. Passt. So, raus hier, dieser Dungeon. Mit zwei Bossgegnern ist erledigt. Ich möchte wissen, da gibt es jetzt sicher keine mehr, ich möchte wissen, wo ich da weiter marschieren kann, dass ich Richtung Hause Vulkan komme. Weil ich weiß ja nicht genau, wo das Haus Vulkan sein soll. Zum Beispiel hier, da haben wir einen verlassenen Sarg, da bin ich ja schon mal komplett falsch. Hier rüber. Da gehe ich wieder da. Hier rüber. Ja, da drüben. Aber da ist alles stockig und steinig und keine Ahnung was. So, mal schauen hier. Was haben wir da? Baum der Pracht. Genau, den habe ich besiegt. Das sind Ruinen des Waldvolks. Hause Vulkan. Wo soll das sein? Ich vermute, dass dieses Vulkanhaus hier drüben ist. Ich schaue nochmal zu den entstellten Katakomben, Leute. Weil ich weiß nicht, was da jetzt... Ich muss mal schnell nachschauen, was dazu ist. Ich muss mal nachschauen, was dazu ist. Entstellte Katakomben. Hä? Ah, habe ich es wohl nicht gesehen, Leute. Was soll dazu sein, Leute? War ich da jetzt schon drin? Natürlich war ich da schon drin, Leute. Da war ich doch eh schon drin in den entstellten Katakomben. Leute, warum? Da habe ich doch schon den Bossgegner besiegt. Aber warum habe ich mir da... draußen? Hä? Warum habe ich mir da draußen ein Zeichen ge... Ah, das habe ich vergessen wegzumachen, dass es dazu ist, Leute. Ja. So, da geht es dann irgendwie da weiter. Genau. Was haben wir da zum Bleistift? Ah, da sind wir ja wieder da.
bei den Ruinen, bei den Parfümeursruinen, ne? Ja. Ah, Leute, ich renne im Kreis herum. Ich renne im Kreis herum, Leute. Irgendwie muss ich zum Hause Vulkan kommen, Leute. Weil da, wenn ich darüber marschiere, da hoch. Vielleicht hier hoch, Leute. Da war ich schon, oder? Ja. Da hoch vielleicht. Herrscherrobe, Herrschermaske. Da ist keine Kiste oder irgendwas. Oh Gott, da ist ein Drache. Genau. Ich kletter mal darüber. Was soll das sein hier? Okay. Ja, da haben wir auf jeden Fall einen Ort der Gnade, den ich noch nicht entdeckt habe. Leute! Ja, das wollte ich jetzt nicht nehmen. So, gut! Gnade berühren, Leute. So, ich raste mal da. Kann ich mit der Melina sprechen oder nicht? Nö, kann ich nicht. So, da. So, da bin ich dann, wo ich jetzt noch nicht war. Und zwar da oben, da geht's weiter, das, ja, und vielleicht nähern wir uns demnächst Hause Vulkan. Ist das da drüben schon, das Haus? Schaut so aus. Das Haus Vulkan, oder nicht? Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Gut, ihr Lieben, ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Seid auch in der nächsten Folge wieder dabei, wenn es wieder weitergeht mit Elden Ring, ihr Lieben. Bis dahin, macht's gut. Game over und tschüss.